Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert und in diesem kleinen Schulungsvideo geht es um das Lebenszyklusmodell. Und dieses Lebenszyklusmodell erfasst man am besten durch eine visuelle Darstellung in einem Koordinatenkreuz. Ganz wichtig ist, was steht an den Achsen. Da muss der Fokus drauf, nicht auf das Bild in der Mitte, sondern zunächst mal, was steht an den Achsen. Hier steht die Zeit. Und hier steht U, der Umsatz. Und man stellt sich nun vor, dass ein Produkt verschiedene Lebenszyklusphasen durchläuft, die man anhand des erzielten Umsatzes misst. Und das sieht tendenziell so aus. Das heißt, ein Produkt hat eine Einführungsphase, eine Wachstumsphase, eine Reifephase jenseits des Zenits, eine Sättigungsphase und wenn es dann hier relativ steil nach unten geht, eine Degenerationsphase. Wo die Grenzen hier sind, wie man die Phasen voneinander abgrenzt, weiß kein Mensch. Ja, das ist eine tendenzielle Angabe, die wir hier machen. Also in Abhängigkeit von der Zeit durchläuft ein Produkt Phasen, genau wie ein Mensch. Das ist der Grundgedanke. Und diese Phasen heißen Einführungsphase, Wachstumsphase, Reifephase, Sättigungsphase und Degenerationsphase. Im nächsten Video schauen wir uns an die Kritik an diesem Modell. Und Sie schauen doch bitte mal unter spaßlerndenk-shop.de. Dort finden Sie nämlich sehr hilfreiche Mittel, die Ihnen das Studium der BWL sehr erleichtern können. Vielen Dank, mein Name ist Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden, dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.